Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von Linoleum, der am 4. Januar in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu, ich habe keine Ahnung von Bodenbelägen, aber Lida, vielleicht hast du sie ja. Hallo, ich habe ja zum Glück Dielen. Okay, also bist du mehr so der Parketttyp? Nee, das sind echte Dielen, die tatsächlich in meiner ruppeligen Altbauwohnung vorhanden waren. Gut, dann haben wir jetzt ein Problem, denn ich habe keine Ahnung von Linoleum. Du hast anscheinend keine Ahnung von Linoleum. Was können wir dann über diesen Film denn sagen? Nee, einmal habe ich ein Linoleum tatsächlich mit jemandem verlegt und ich weiß, dass es eine furchtbar klebrige Angelegenheit sein kann. Okay, gut, dann bist du doch unsere Linoleum-Expertin und als diese darfst du uns mal eben kurz die Handlung zusammenfassen. Ja, die ist ähnlich verworren wie eine stark verklebte Linoleumrolle. Es geht um Cameron Edwin, einen Fernsehmoderator, dessen recht beschauliches Vorstadtfamilienleben auf einmal zu desintegrieren beginnt, als immer mehr surreale Dinge geschehen. Ein Auto knallt aus heiterem Himmel neben ihm auf die Straße, eine Rakete stürzt in seinen Vorgarten ab und, was nicht ganz so surreal ist, sein Job soll jemand anderem gegeben werden, allerdings einem Typen, der auf beunruhigende Weise so aussieht wie eine jüngere Version von Cameron. Und das ist doch nicht alles, was hier passiert, denn Cameron selbst scheint durch diese Ereignisse auch einige Dinge für möglich zu halten, die eigentlich eher unwahrscheinlich sind, wie zum Beispiel, dass er aus dem Restmaterial der Rakete sein eigenes Raumfahrzeug bauen könnte. Und dadurch bekommt er sogar Unterstützung von Nachbarjungen Mark, der parallel eine Freundschaft ausspinnt mit der Tochter von Cameron und dessen sich zunehmend entfremdender Gattin Erin. Vielen Dank. Der Film, glaube ich, dürfte für die meisten Leute interessant sein, wegen der Besetzung allen voran, weil da Jim Gaffigan die Hauptrolle spielt, also eine Doppelrolle, einmal als, wie du schon sagtest, Cameron, einmal als Kent, diesen Nachbarn, aber auch Rhea Seehorn, die kennt man unter anderem aus Better Call Saul. Ich wusste tatsächlich gar nichts von dem Film, als ich im Kino saß, wirklich nada, ich wusste den Titel und mir war schon klar, es wird nicht über Bodenbelege gehen, aber ich wusste wirklich gar nichts, dementsprechend war ich relativ open-minded, wie man so schön sagt, und ich muss sagen, ich mag es, wenn Filme gleich zu Beginn mit einer starken Szene anfangen und ich finde, das tut der, nämlich so einen Gang zum Briefkasten habe ich noch nie gesehen. Wie hat dir der Einstieg gefallen? Der Einstieg war für mich auch durchaus gelungen und man erhofft sich auch sehr viel von dem Film. Leider wird das dann aber mehr und mehr enttäuscht. Und auch die starken Szenen sind nicht ganz so stark, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass viele davon doch abgeguckt sind. Ja, es gab tatsächlich auch bei mir so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, es erinnert mich an so Sachen wie The Astronauts Farmer. Es hat mich aber stellenweise wirklich auch erinnert an Donnie Darko. Es gab so ein paar Szenen, wo ich wirklich an diesen Donnie Darko Film Anfang der 2000er kam der raus mit Jack Gyllenhaal, die meisten oder viele kennen ihn vielleicht noch, erinnert habe. Und musste auch immer sagen, ja, Regisseur und Autor Colin West versucht hier einiges, aber er schafft es nicht ganz. Es gibt zum Beispiel so eine Art Montage, der fehlt so ein bisschen der Flow. Trotz allem, und ich glaube, das wird wieder so ein Film, wo wir uns vermutlich uneinig sind, war ich letzten Endes mit dem Film dann doch sehr zufrieden. An welche Filme hat er dich denn jetzt geändert? Donnie Darko natürlich und auch Gespräche im Kolleginnenkreis haben herausgegeben, dass das eine der vordergründigsten Assoziationen war. A Serious Man war auch ein Film, an den ich denken musste. Es hat auch so ein bisschen Touch von den Coen-Brüdern allgemein. Nicht nur A Serious Man, sondern generell, was die so machen mit vielen abstrakten oder aberwitzigen Situationen oder so einer leicht bitteren Alltagskomik. Das merkt man hier sehr deutlich. Und auch an einen etwas obskureren Film mit Frank Langella, Robot und Frank. Insbesondere wegen einiger späterer Entwicklungen, die ich hier jetzt nicht konkret vorwegnehmen will. Aber ich denke, sie werden für viele weit leichter zu erraten sein, als sich der Regisseur das wohl gedacht hat.
Ja, ich finde den Vergleich mit Serious Man ganz spannend, weil der ist mir tatsächlich nicht gekommen, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, stimmt, der hat schon so wirklich ein paar Ähnlichkeiten oder Parallelen. Wobei A Serious Man für mich immer so, der hat immer das Absurde in der Normalität gesucht und für mich war Linoleum immer daran, mehr daran fokussiert, auch wirklich eine mysteriöse Geschichte zu erzählen, die auch wirklich mit etwas Mysteriösem endet. Und wenn man sich den Film, wenn man dann das Ende kennt, nochmal so Revue passieren lässt, dann fallen einem auch so Momente auf, wo man denkt, ja, okay, es war offensichtlich. Trotz allem muss ich sagen, als dann am Ende der große Reveal, sage ich mal, kommt, der hat mich bekommen emotional. Er war nicht besonders elegant. Man darf auch, glaube ich, nicht genau darüber nachdenken. Dann würden einem der ein oder andere Fehler vielleicht auffallen. Aber mich hat er bekommen. Da stehe ich zu. Ich war wirklich positiv überrascht, wie gefesselt ich insgesamt von dem Film war. Der, das sollte man aber auch sagen, nicht immer vertuschen kann, dass er vielleicht nicht das Budget zur Verfügung hatte, das er eigentlich gebraucht hätte. Dieser große Reveal hat mich aus mehreren Gründen überhaupt nicht gekriegt. Schon allein deswegen funktioniert er, denke ich, nur, ich sag mal, für ein bestimmtes Bevölkerungssegment, weil er sehr vorhersehbar ist, aber auch, weil er bestimmte konservative Werte indirekt bestätigt. Hier wird ein bestimmtes heteronormatives Gesellschaftskonzept romantisiert. Und parallel wird suggeriert und dieses Konzept, diese Behauptung oder dieses Konstrukt ist besonders in den USA sehr massiv in den Medien präsent, nämlich dass Kinder sozusagen irgendwie queer indoktriniert würden und dann irgendwie glauben, sie sind schwul oder lesbisch oder trans oder whatever. Aber dass das nur dadurch kommt, weil das Ganze in den Medien und in Büchern und durch Persönlichkeiten, Prominente so präsent sei. Und die Kinder sind natürlich alle cis und hetero. Und eine ähnliche Tendenz haben wir hier in diesem Film. Wir haben ich muss dann doch ein paar Sachen verraten, aber wir haben hier zumindest eine Figur, die glaubt, sie sei queer und dann aber, kommt raus, sie ist ja doch hetero und dann sie auch sagt, ach ja, dieser gesellschaftliche, diese ganzen Boxen und so, in die man gesteckt wird. Also es ist nur scheinbar so ein völlig konstruierter gesellschaftlicher Druck, queer zu sein. Wo existiert der bitte? Also, aber das soll es dann angeblich gewesen sein und dann später wird vollkommen als selbstverständlich, dass diese Figur komplett hetero war und das ist dann irgendwie das Happy End. Und dann gibt es für mich dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine Bestätigung reaktionärer Denkmuster und Werte oder es ist eine Tragödie, die als Romanze ausgegeben wird. Denn wenn man irgendwie queer ist und sein ganzes Leben aber straight lebt, weil es einfach anders in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird oder man sich das nicht eingestehen kann oder aus welchen Gründen, ist das nicht irgendwie schön. Aber kurze Frage, das kann man, glaube ich, verraten, diese eine Figur, die du vielleicht meinst, ist das die einmal ihrer bekannten Freundin offenbart, dass er gerne Frauenunterwäsche trägt? Meinst du das? Nee, das war auch so ein, das war auch so ein etwas irritierender Moment, aber das ist ja mehr, das könnte man ja auch mehr als Fetisch einfach interpretieren. Das hat ja nichts unbedingt mit der Sexualität zu tun. Also Frauenunterwäsche tragen, ganz ehrlich, das machen viele heterosexuelle Männer, weil sie einfach so einen Fetisch haben. Und auch so Crossdressing, also wenn Männer gern Frauenkleider tragen, das muss nicht unbedingt mit der sexuellen Orientierung oder mit der sexuellen Identität zusammenhängen. Kann es, muss es aber nicht. Also das würde ich nicht so interpretieren, sondern tatsächlich meinte ich Erin, also Nora. Okay. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie Gar redet nicht. Ja ausführlich davon, dass sie eifersüchtig war wegen einer Klassenkameradin und wird dann auch gefragt von ihrem neuen Kumpel Mark, ob sie denn ganz sicher sei, dass sie so, are you sure you're gay und all diese Sachen. Und dann haben sie ein ausführliches Gespräch darüber. Ja, tatsächlich, also ich weiß, was du meinst. Ich habe die Szene aber tatsächlich mehr so aufgefasst, dass es gar nicht ernst gemeint war von ihr, die Äußerung, dass sie schwul, also lesbisch ist. Dass sie ihn damit eher so ein bisschen foppen wollte, so habe ich es aufgefasst. Also ich habe ihre Aussage, ich bin übrigens lesbisch, deswegen möchte ich nichts von dir, nicht so wahrgenommen, dass sie damit wirklich die Wahrheit ausspricht und dass sie ihn eher so ein bisschen foppen möchte. So habe ich es wahrgenommen. Das
Man könnte es so interpretieren, aber da es im Nachhinein dieses lange Gespräch darüber gab und dann auch bestimmte andere Ereignisse, zum Beispiel, dass sie vom Vater dieser Figur, dass Mark als so, also dass er ihm den Kontakt verbieten möchte, weil der Vater von Mark nicht möchte, dass sein Sohn mit mutmaßlich nicht straighten oder in Anführungsstrichen nicht normativen Menschen Kontakt hat. Sein Vater möchte, dass er am besten gar nicht mit jemandem zusammenhängt. Er möchte, dass der Junge gut in der Schule ist, damit er dann auf die Militärakademie geht. Der Vater ist ja wirklich, der ist ja komplett gegen alles, was die Karriere des Sohnes, sag ich mal, irgendwie behindern könnte. Das ist ja auch so, dass der Vater und der Sohn nicht gerade das beste Verhältnis haben. Wir lernen ja auch, ist natürlich das absolute Klischee von diesem, ich sag mal, Militär Academy Daddy, dass der Vater dann auch sehr, nicht gerade schöne Methoden hat, um seinen Sohn zur Resonanz zu bringen. Also da habe ich auch nicht gesehen, dass der Vater explizit was dagegen hat, gegen die Freundin, weil sie angeblich homosexuell ist. Auch da. Naja, es gibt einen ganz konkreten Satz, if you ever meet that queer again. Okay. Das ist ja schon eine sehr konkrete Aussage. Natürlich kann man auch annehmen, dass sie es nur aus Spaß gesagt hat, dass sie ihn später, als sie darüber gesprochen hat, nur teasen wollte und dass der Vater sich geirrt hat. Aber für mich waren das einfach mehrere Indizien, die in eine bestimmte Richtung weisen. Ja, also ich nehme dir das nicht weg, aber für mich, wie gesagt, funktioniert das so, also hat das gar nicht so funktioniert oder gar nicht so gewirkt, weil der Vater halt einfach, also ich hatte das Gefühl, dass er sie auch einfach nur als queer bezeichnet oder als lesbisch, also das heißt also irgendwie als etwas, was für ihn ein Feindbild ist, einfach weil sie etwas symbolisiert, was ihm nicht gefällt. Und der Vater ist ja, also den als erzkonservativ zu bezeichnen, wäre ja noch untertrieben. Das war ja wirklich so ein, der war halt ein riesen Arschloch. Ein böser Vater. Ja, wirklich, das stimmt. Also allein wie der Auftritt, welches Auto er fährt. Das Auto, das mich übrigens auch an Donnie Darko erinnert hat, sei hier erwähnt, mit seinem Schnauzbart, den zurückgegelten Haaren, mit seiner Krawatte, dem Anzug, ja, dem Jackett, wirklich. Alles an Vater schreit, versteinerter, konservativer, also das Rock im Arsch und so. Also das ist wirklich, die Figurenzeichnungen sind allgemein nicht gerade subtil. Das stimmt. Also wenn das ein deutscher Film wäre, der Vater hieße wahrscheinlich Bernd. Das könnte man, glaube ich, so festhalten. Jetzt ist es ja so, dass dieser Jim Gaffigan, der hauptsächlich wirklich ein Stand-Up-Comedian ist und zwar schon hier und da Sachen gespielt hat, aber jetzt nicht so viele, hier eine Doppelrolle hat. Nämlich er spielt einmal halt die Hauptfigur, den, wie hieß er noch gleich? Es hält mir Cameron. Und einmal den bösen Vater kennt. Ich finde, er wird jetzt dafür keinen Oscar bekommen. Ich habe schon schlechtere Stand-Up-Comedians vor der Kamera gesehen. Wie ist es dir ergangen? Ich fand seine Leistung durchaus solide. Man fühlt sich jetzt in keiner Weise aus den Figuren gerissen. Und es wird hier ja auch kein sehr tiefgründiges darstellerisches Vermögen verlangt, denke ich mal. Wesentlich besser aufgefallen sind mir allerdings die Jungdarstellenden. Hier einmal Gabriel Rush als Mark und insbesondere auch Caitlin Nacon als Nora hat mich durchaus positiv überrascht. Das kann aber auch damit noch verstärkt worden sein, dass ich generell diese Nebenhandlung, in der die beiden jungen Menschen sich einfach unterhalten, sich näher kommen, wesentlich interessanter fand als die Haupthandlung um die Erwachsenen und Camerons Raketenkonstrukte. Also, da gehe ich absolut mit. Ich fand wirklich die beiden jungen Darsteller nächstes Mal auch wirklich ganz toll. Mir wurde auch gesagt, diese Caitlin Nacon hat wohl früher oder spielt aktuell bei irgendeiner Walking Dead-Serie mit. Da gibt es ja mittlerweile so viele, da denke ich nicht mehr durch welche. Aber der Gabriel Rush war für mich auch ein komplett unbekanntes Blatt. Und die haben auch echt eine gute Chemie zusammen, finde ich. Also, ich bin ja. Insgeheim bin ich ja ein kleiner Romantiker, ich gebe es ja zu. Hatte ich schon so ein bisschen so, ja, romantische Vibes. Ich habe denen gerne zugeguckt, wie so langsam ihre, ich sag's mal, Liebe erblüht ist. Auch wenn der Film so eine Art Film ist, wo man auch direkt weiß, es läuft vermutlich auf eine, in Anführungszeichen, erstmal Tragödie zu, bevor es zum Happy End enden kann. Es sei noch erwähnt vielleicht, dass Tony Shalhoub den Kettenmann aus Galaxy Quest oder als Monk noch mitspielt. Da muss ich sagen, der hatte halt so einen Mini-Auftritt. In der Promotion wurde der relativ groß beworben, aber ich glaube, wenn man dem seine Screentime zusammenrechnet, haben wir, wenn es hochkommt, 3 Minuten auf der Uhr, oder? Ja, wenn es hochkommt. Also das war wirklich meine Cameo.
Ja, also da vielleicht an alle Chaloupe-Fans, erwartet da bitte nicht zu viel. Insgesamt muss ich aber sagen, ich war schon echt zufrieden und war für mich eine große Überraschung. Und bevor ich jetzt hier so in Richtung Fazit abdrifte, stelle ich dir noch die Frage, ob du noch irgendwas loswerden möchtest. Nein, ich denke, damit haben wir eigentlich die wesentlichen Punkte abgegrast. Man könnte vielleicht sagen, dass das Set-Design ganz nett getroffen ist, dass einen gewissen Retro-Flair hat, sodass man sieht, in welchen Zeitäras wir uns befinden, aber es nicht so aufdringlich ist wie in anderen Filmen. Denn das ist oft ein recht schwieriger Balanceakt, einen gewissen nostalgischen Charme einer Szenerie zu geben, ohne dem Publikum ständig in den Hals zu würgen, wir sind hier in den 80ern oder den 90ern, wie es oft geschieht. Ja, ich muss auch sagen, eine der ersten Szenen, da sitzt Cameron am Esstisch und sein kleiner Sohn hat einen Gameboy in der Hand und der spielt mit diesem Gameboy ganz normal. Und ganz viele andere Filme hätten diesen Gameboy nochmal so richtig in Szene gesetzt, um zu sehen, guck mal hier, es ist Ende der 80er oder Anfang der 90er, Gameboy, Gameboy. Und dieser Film macht das relativ nonchalant, einfach so, ja, das ist die Zeit, er spielt es, wenn Gameboy fertig ist, fand ich super. Gut, dann können wir zum Fazit kommen. Lida, mach du den ersten Schritt bitte. Ja, Linoleum ist mehr so eine Art Patchwork-Teppich aus verschiedenen Filmen, die besser machen, was Colin West hier versucht. Trotzdem funktioniert der auf rein handwerklicher und unterhaltungstechnischer Ebene sicher für ein Publikum, das die anderen Filme, aus denen der sich bedient, nicht unbedingt gesehen hat. Schauspielerisch solide, nett inszeniert. Man darf gespannt sein, was der Regisseur als nächstes liefert, hat aber trotzdem einen sehr angestaubten, ja, leicht reaktionären Unterton für mich. Es ist keiner der extrem ideologischen Filme, das auf keinen Fall. Aber dieser Beigeschmack des Altbackenen, das beginnt ja schon bei der Romantisierung dieses vorstädtischen Lebens, das hier geführt wird und das Anfang und Ende von allem scheint, das hat mir, ja, das zieht das Ganze doch wieder merklich runter. Also ein durchschnittlich akzeptabler Film, aber sicher keine besondere Leistung. Für mich, wie ich schon sagte, eine wirklich positive Überraschung. Ich habe nichts erwartet und ich glaube, dass man das Kinojahr 2024 mit diesem Film ganz gut anfangen kann, weil ich glaube, wie gesagt, der Film heißt Linoleum. Was willst du da wirklich erwarten, außer dass es so einen Bogenbeläge gibt? Aber nein, es ist ein, wie ich finde, sehr gut funktionierender, emotionaler Mystery-Film mit einem soliden Cast und ich als alter Donnie Darko-Fan hatte da meinen Spaß und der hat zumindest auch bei mir die Lust geweckt, nochmal Donnie Darko nach vielen Jahren nochmal wieder zu sehen. Deswegen von mir eine klare Empfehlung für Linoleum, wie gesagt, ab 4. Januar im Kino. Was ihr Anfang 2024 auch immer noch findet, ist den Tele-Stammtisch, nämlich dort, wo es Likes gibt, außerdem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Damit sind wir durch. Vielen Dank. Ich sage tschüss und wieder dir gebührt das letzte Wort. Ja, denkt dran, wenn ihr Linoleum verlegt, das Zeug klebt wie der Teufel. Besser Parkett nehmen. Au revoir. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.